Leute, ich habe eine Webseite gefunden, wo wir was machen können, was wir noch nie gemacht haben. Und zwar Sterne essen, uns nach Hause bestellen und dann warm machen. Wir hatten schon von Tim Melzer Sachen und viele andere, aber noch nie wirkliches Sterne essen. Und ich habe es gefunden und ich werde mich da durchfressen. Wenn ihr liked und wenn ihr ein Abo da lasst, 2 Sterne. Wir machen heute 2 Sterne ab 5000 Likes. Vollkommen machbar. Come on. Einmal loshauen. Diese wunderbare Webseite hier, die ich gefunden habe, ist nicht bezahlt, alles mögliche, heißt Voila, würde ich nur mal kurz sagen. Finde ich sehr cool. Hier kann man sortieren nach Aus. Ein Stern, Michelin-Stern, 2 Michelin-Sterne oder Restaurants, die nur im Michelin-Guide sind. Das heißt, die haben keinen Stern, sind aber trotzdem in so einer elitäreren Auswahl. Und dann noch Tastemaker. Das weiß ich gerade leider nicht, aber ich bin mir sicher, das wird bestimmt jemand in den Kommentaren erklären. Ich sortiere heute mal auf 1 Stern und wir haben noch Auswahlmöglichkeiten sogar dazu. Wir haben hier Cookies Cream, das ist ein Frühlingsmenü. Das sind immer Portionen für 2 Leute. Wir haben 1 für zu Hause, so heißen glaube ich die Restaurants, 1 unter 0. Wir haben von Don't Call It Vegan von Jens Rittermeier. Das ist ein veganes Sterne, nicht Gericht, weil das sind immer mehrere Gänge. Seht ihr auch oben rechts in der Ecke, 3 Gänge. When Love Comes to Town, wichtig, sonst kriegt man den Stern nicht, wenn die so flippige Namen haben. Rittermeiers Bouillabaisse haben wir auch noch hier mit am Start. Das ist tatsächlich eine Sache, das ist nur die Bouillabaisse. Dann haben wir Dr. Kosch, When Love Comes to Town Vegan nochmal. Ich glaube, das hatten wir gerade auch schon mal. Wieder von Jens was. Rittermeier Farm to Plate Menü, 3 Gänge wieder. Wieder Cookies Cream, Creme-Trüffel-Menü, crazy. Und mir persönlich ein großes Anliegen, natürlich Schwäbisch. Für 2 Personen, kostet 148 Euro, runden wir auf 150 Euro. Von Wiedmanns Alpleben. Das ist crazy, ne? Das sieht aus wie so ein richtiges Gerät. Das dauert ein bisschen, bis das kommt. Am 18.03. wäre der nächstmögliche Termin. Ihr werdet das weit nach dem 18.03. höchstwahrscheinlich sehen. Von daher wisst ihr ungefähr, wie weit wir vorproduziert haben gerade. Aber ja, ich würde tatsächlich in der ersten Instanz, am liebsten würde ich ja alles bestellen, nur um es mal kurz klarzustellen, aber ich würde in der ersten Instanz tatsächlich, es ist leider auch das teuerste, nee, ist es gar nicht, das andere kostet 4 Euro mehr, das fast teuerste, ich habe gespuckt gerade, bestellen und das ist das schwäbische Menü und sobald das durch die Tür kommt, möchte ich das eigentlich auch direkt zubereiten. Dementsprechend würde ich sagen, oh, darunter ist noch was, Best of Schwäbisch. Oh, ich habe gar nicht bis nach ganz unten gescrollt, sogar auch von den gleichen Leuten. Mir egal, 4-Gänge-Menü, 150 Euro, 1 Michelin-Stern. Man sieht hier die einzelnen Sachen. Hier ist ein Brot dabei mit so einer Kräuterbutter. Dann Lachs, dann eine Maultasche, dann nochmal irgendwie sowas Kleines. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich das sehe. Irgendwas anderes Geiles. Hier sieht man, wie das Ganze aussieht, wenn es verpackt ankommt. Das kommt immer in so ja, Sous-Vide-Beuteln, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe da noch nie bestellt. Deswegen bin ich gespannt, was da rauskommt. Höhepunkt des Menüs ist ein Schmorgericht. Aber nicht klassisch wie Oma Sonntagsbraten. Mit der Ochsenbacke zeigt Wiedmann, wie modern und fein Schmorgerichte auch sein können. Ich habe Bock auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr auch. Jetzt wird noch richtig weggekocht, weil das sind 3 Gänge. Let's bestellen. Es ist endlich angekommen. Guckt euch das mal an. Pünktlich wie eh und je, also wirklich mit Uhrzeit und allem drum und dran. Ich mache direkt auf. Nochmal kurz zur Erinnerung. Ich habe natürlich schon kurz was rausgezogen. Es sind 4 Gerichte, die wir jetzt machen werden. Es ist ein Amuse-Bouche. Das ist ein Brot mit Buddha von den Buddha Boys. Dann haben wir Sashimi vom Saibling. Keine Ahnung, aber ich glaube, Sashimi ist irgendwas mit Sushi. Sehr schwäbisch. Natürlich schwäbisch war die Bestellung. Dann haben wir einen Zwischengang. Das ist die schwäbische Maultasche. Das sind eigentlich 5 Gänge. Hauptgang ist dann Schmorschnitte von der Ochsenbacke, rote Beete, Zwiebeln, Kartoffelroulade. Wird richtig heftig, das Gerät. Und dann gibt es noch ein Dessert. Ich mache mich direkt dran. Hier ist alles perfekt beschrieben und fein säuberlich. In einzelnen Schritten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich schaue mal, wie es aussieht. Erstmal auspacken. Und das sieht dann hier so aus. Hier sind jetzt alle Boxen am Start. Hier ist die Vorspeise, das Amuse-Bouche. Das ist das, der Gruß aus der Küche, glaube ich, sagt man. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Dann haben wir Vorspeise ist hier. Also wie gesagt, alles immer mit so einem Zettel. Hier steht direkt drauf, ich gehöre zur Vorspeise. Alles zusammen. Wir haben auch schon mal Boxen bestellt, wo man sich das dann immer noch mal so zusammensuchen musste. Aber so ist es natürlich 1000-mal einfacher. Genau wie zur Suppe, dem Hauptgang und zum Dessert. Überall Sticker drauf. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Gerät. Als erstes das Holzofenbrot im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 6 bis 8 Minuten aufbacken, aufschneiden und die Butter dazustellen. Und dann sieht das Ganze so aus. Wie ihr schon richtig gesehen habt, ist das fertig gebackene Brot. Das sieht wirklich gut aus. Das aber nicht die Butter. Ich habe jetzt wirklich alle dieser Kartönchen da durchgegangen und ich habe nicht die Butter gefunden. Deswegen werde ich jetzt einfach normale Butter verwenden. Schade, passiert sicherlich mal bei so einem Umfang auch von Zeug, aber schade. Kann sein, dass ich das im Laufe des Videos noch entdecke und ich dumm bin, was 90% der Fälle der Fall ist, warum ich was nicht finde oder denke, etwas existiert nicht. Aber naja, probieren wir erstmal das Brot.
kann einfach kein Brot schneiden. Ey, das ist jedes Mal wie so ein UFO, so wie so eine Ramp einfach. Ein bisschen normale Butter, das ist dann ja auch schon gut. Machen wir noch ein bisschen Salz darüber, um das Empfinden der Kräuter auch selber zu haben. Frühstück. Ist sehr lecker. Auch gute Kruste. 4 von 5 ist Brot, was, als ob ich jetzt eine schlechtere Note als 4 gebe. So, fangen wir mit der richtigen Vorspeise an, oder? Ich gehe wieder die Schritte durch und dann geht's richtig ab. Dazu noch, gerade entdeckt, hier gibt's einen QR-Code. Und mit dem QR-Code kann ich mir immer angucken, wie die das zubereiten und hinlegen. Ich werde das jetzt dann genauso gut machen und ihr seht das jetzt. Seid ihr bereit? Vorspeise. Sashimi vom Saibling. Miso, Vinaigrette, Kopfsalat, Meerrettich. Erstens, den Saibling mit einem scharfen Messer in dünne Scheiben schneiden und zu 2 Fächern legen. Zweitens, etwa 1 Teelöffel Miso mit einem Pinsel in die Mitte des Tellers verteilen. Drittens, darauf zuerst geschmorten, dann frischen Kopfsalat anrichten und leicht salzen. Viertens, nun die Fächer mit dem Saibling drauflegen. Fünftens, den Mohn in kleinen Punkten darauf verteilen. Sechstens, mit Kräutern garnieren und die Vinaigrette angießen. Okay. Siebtens, zum Schluss den Meerrettich darüber reiben. Und dann sollte es so aussehen. Wir haben jetzt das hier fertig. Hier sind auch noch so 2 kleine Pakete gewesen. Es ist tatsächlich die vermisste Butter, also auf dem Dings ist das grün und hier steht auch nichts, dass man das zubereiten muss. Und diese Butter hier ist so rötlich. Ich weiß gar nicht, was jetzt was ist oder warum, aber Butter ist da. Ja, das sieht doch geil aus, oder? Was sagst du? Jetzt wird hier erstmal mit unserem IKEA-Besteck richtig reingeschlonzt und dann mal probiert. Erstmal natürlich schön die Vinaigrette. Ich habe wirklich Angst, das ist so eine kalte Vorspeise, das macht mir ein bisschen Sorge. Ich mache jetzt einfach hier mal so eine Seite ab und probiere da alles mit drauf zu kriegen, was das beinhaltet. Ich bin jetzt nicht der größte Fischfan, aber ich finde es sehr, sehr lecker. Also, ich würde tatsächlich das erste Mal einem Fischgericht einen 3,5 von 5 geben, bin ich ehrlich. Ist wirklich sehr, sehr gut. Dazu noch das Brot von gerade eben mit dieser komischen Butter. I like, die Vinaigrette ist geil. Freue mich. Weil jetzt geht's richtig los. Und zwar mit dem Zwischengang. Klar geht's dann richtig los. Das sind nämlich schwäbische Maultaschen. Schwäbische Maultaschensuppe, Entschuldigung. Schritt Nummer 1. Brühe in einen Topf geben und die Maultaschen darin 5 bis 7 Minuten erwärmen. Währenddessen den Schnittlauch fein schneiden. Drittens, die Maultasche in einen Suppenteller legen und das Öl darüber gießen. Viertens, die Brühe angießen und mit Schnittlauch vollenden. Und dann sollte es so aussehen. Ich braucht das jetzt. Guckt euch an, wie fantastisch das aussieht. Das ist wirklich einfach nur die komplett falsche tiefe Schüssel für dieses Gericht. Gerade weil die Suppe da drin irgendwie so ein bisschen bräunlich, komisch dunkelbräunlich aussieht, sag ich mal. Naja, wird trotzdem, glaube ich, geil. Sterneküche, Maultaschen, 2 Sachen, die, glaube ich, unendlich geil sind, wenn sie zusammenkommen. Let's try. So sieht der Gerät von innen aus. Sehr viel grüner als eine normale Maultasche. Eine normale im Sinne von, wenn das so eine Oma macht. Boah, das ist heavy gewürzt, ey. Puh, ich dachte, es wäre zu viel Salz, aber dann hat sich das perfekt ausgeglichen. Es macht so ein, wenn es ist, so, Salz, weg. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Jetzt probieren wir nochmal nur die Suppe mit dem Liebstöckelöl. Boah, dieses Öl flasht ja komplett rein mittendrin. Das ist das, was so ein, macht. Ich kann es nicht anders beschreiben, es macht so, im Mund. Und dann ist wieder weg, das ist so, Geschmack, weg. Boah, alles zusammen ist heftig. Boah. Ich gebe eine 4,5 von 5. Ha, ich freue mich so. Ich freue mich so, weil jetzt, es eskaliert ja immer weiter. Es eskaliert ja immer weiter. Wir kommen nämlich jetzt zum Hauptgang. Und das Ding will ja komplett abgehen. Das ist nämlich eine Schmorschnitte von der Ochsenbacke. Rote Bibel, Beete, Zwiebel und Kartoffelrouladen. Schritt Nummer 1. Einen mittleren Topf mit Wasser füllen und einmal aufkochen lassen. Danach vom Herd nehmen. Zweitens. Die Beutel mit Ochsenbacke, roter Beete und beiden Pürees hineingeben und ca. 10 Minuten erwärmen. Drittens. Danach die Soße und die Ochsenbacke ohne Beutel zusammen in einen Topf geben. Die geschmorte rote Beete und beide Pürees jeweils separat ohne Beutel in einen Topf geben und nochmals gut erhitzen. Viertens. Die Roulade in einer Pfanne mit etwas Öl und Butter von beiden Seiten goldbraun braten. Fünftens. Wie im Video gezeigt anrichten. Siehe QR-Code. Für euch irrelevant. Dann sollte es aber genau so aussehen. Es sieht so aus wie jemand, der es probiert hat mit Anrichten, aber es ist schon okay. Hab ja nur 6 Herdplatten eigentlich gebraucht. Einen habe ich noch ausgetauscht mittendrin. Das hat ja auch jedermann zu Hause. Das finde ich schon hart, muss ich sagen. Also, dass das alles irgendwie rumbubbeln soll und gleichzeitig, ja. Aber es sieht dafür fantastisch aus und rote Beete mit so Schmorgerichten oder so finde ich sowieso immer übertrieben krank lecker, muss ich sagen. Dementsprechend reingehauen, nicht nach hinten geschaut und erstmal kurz in die Soße gedippt. Fuck ja. So, okay. Jetzt den Kartoffelflädle-Knödel hier. Boah. Fuck, Alter.
Fuck, ist das lecker. Unser, ich glaube, Sellerie-Püree ist das hier. Das ist alles so lecker. Dann einmal unser Rote-Bete-Püree. Ist das geil alles! So, und jetzt wichtig, alles mal zusammen mit der geschmorten roten Beete noch. Kräuteröl hat sich schon richtig schön in die Soße reingescheppert. Hier die geschmorte, die mitgekochte. Dann noch ein Sellerie-Püree und alles in einem jetzt, so wie es bestimmt sein soll. Das ist ein 5 von 5. Das ist ein fucking 5 von 5. Boah, das fühlt sich gerade ganz special an, das zu essen. Das ist, glaube ich, das richtige Gefühl. Das muss ich jetzt gleich genießen. Aber erstmal für euch natürlich einen Übergang zum Dessert. Denn das ist jetzt ein Crêpe Suzette im Alp-Style. Geht folgendermaßen. Erstens, in einer Pfanne ca. 2 Esslöffel Zucker braun karamellisieren lassen und mit dem Cavaldos-Apfelsaftgemisch ablöschen und leicht einkochen. Den Apfel in dünne Spalten schneiden und in diesem Fond leicht schmoren. Die Flädle hinlegen und ebenfalls mit glasieren. Nach Wunsch kann das Ganze auch flambiert werden. Machen wir nicht. Fünftens, die Karamellsoße in einen kleinen Topf geben und erwärmen. Sechstens, die glasierten Flädle einschlagen und mit dem Apfel anrichten, etwas Schmorfond darüber geben. Siebtens, eine Nocke Sauerrahmen daneben geben. Achtens, das Chutney und die Karamellsoße ebenfalls auf die Flädle verteilen. Und neuntens, abschließend mit den Chips ausgarnieren. Lecco mio, ey. Das Ganze sieht aber dann so aus. Das Ding ist jetzt fertig. Ich habe wirklich das mit der Karamellsoße nicht so hinbekommen, wie ich wollte, aber das ist jedes Mal mit Karamell und mir so. Dazu kommt, man sollte noch ein bisschen Fond darüber machen, indem man diese Äpfel angebraten hat. Ja, das ist davon übrig geblieben. Ich glaube, das habe ich auch nicht 100% richtig gemacht, bin ich ehrlich, aber es ist okay. Es ist okay. Dazu steht hier in dem Rezept drin, eine Nocke Sauerrahmen daneben gießen und hierbei ist Schmand. Vielleicht auch nur falsch gestickert oder so. Ist das das gleich? Weiß nicht. Ich mache jetzt einfach mal Gesundheit! Einmal dann den Crêpe, dann noch ein bisschen von dem Schmand, dann unseren eingekochten Apfel. Let's try. Wow. Wow. Das ist mega lecker. Boah. Das ist wirklich krank lecker, Leute. Wow. Okay, auch 5 von 5. Ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, insgesamt sind wir bei einer 4,5 von 5 für diese ganze Box, wenn wir alles irgendwie zusammenrechnen, selbst mit unserem Lachs am Anfang. Es war gar nicht so chaotisch wie alle anderen Boxen, die wir jeweils gemacht haben, wenn es ums Aufwärmen ging oder so. Ich fand, das war übel schön geordnet, auch weil das alles hier so easy vorgeschrieben ist. Maximal hier 9. Oh, ich habe sogar was vergessen. Hier waren noch Chips dabei in so einer Extra-Tüte. Naja, es ist trotzdem sehr übersichtlich, fand ich. Also ein paar kleine Hiccups, aber es wirkt so, es wird es ja schon eine Weile geben, aber vielleicht brauchen die da auch mal richtiges User-Feedback. Habt ihr hier bekommen? Da, wo ich dumm war, vielleicht das noch ergänzen, weil ich stehe für den normalen IQ bis niedrigen IQ. Und wenn ich das nicht hinkriege, dann schaffen es Leute meistens besser als ich, aber ein paar auch so wie ich. Deswegen ganz gut. Ich bin positiv angetan. Es ist natürlich nichts für jedermann, weil es einfach schweineteuer ist, muss man sagen. Trotzdem vielleicht mal ganz cool, falls noch irgendwas mal ist in der Welt und man wieder mal zu Hause hockt, ne, für einen lustigen, coolen Abend, vielleicht für eine Date-Night, weil das sind ja eigentlich auch so 2 Portionen. Und dann kann man sich und dem Partner oder der Partnerin mal was Schönes irgendwie zubereiten und einen geilen Abend machen, schönen Rotwein aufmachen und man hat einen geilen Freitagabend oder einen Samstagabend, weil Sonntag Alkohol. Nur die Profis. Magnesium, Wasser. Und that's it. Das ist mein Resümee dazu. Was sagt ihr? Wie fandet ihr das so vom Look her? Würdet ihr euch sowas bestellen oder nicht? Lasst gerne ein Like da, ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und rein. Tschüss. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like meinen Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.